Wollen wir was beten? Auf jeden Fall. Jo, es ist richtig, richtig früh am Morgen. Der Wecker hat eben geklingelt. 20 vor 6 und wir sind in Münster im Priesterseminar. Hier in Münster werden junge Menschen zu Priestern ausgebildet. Dauert irgendwie 7 Jahre lang. Die kommen dann hier hin und verlassen dieses Seminar dann als fertiger katholischer Priester. Und davon gibt es aber immer weniger junge Menschen in Deutschland, die da irgendwie Bock drauf haben, das zu machen. Kann ich selber ganz gut nachvollziehen, weil bei mir war das auch irgendwann so, dass ich mich so voll von der katholischen Kirche distanziert habe. Ich war früher mal Messdiener, meine Mutter unterrichtet katholische Religion als Lehrerin und ich bin auch getauft, war bei der Kommunion. Aber dann war irgendwann so dieser Punkt, wo ich mich so voll verabschiedet habe von der katholischen Kirche eigentlich. Ich glaube, da haben auch diese Missbrauchsskandale, spielen da irgendwie eine Rolle. Von daher nachvollziehen kann ich das nicht, warum man hier hingeht, kann es mir selber auch gar nicht vorstellen. Bin jetzt aber trotzdem hier und wie das so ist im Priesterseminar, morgens erstmal beten. Hello! Moin! Grüß dich! Schön, dich zu sehen. Gut gepennt? Ja. Großartig, wunderbar. Ja dann. Wir gucken, wir gehen einfach mal rein, suchen uns einen Platz und dann. Wir gar nicht. Jetzt gibt's Kaffee. Tragt ihr dieses Buch dann immer mit euch oder was? Oder lege ich das jetzt am besten irgendwo ab? Oder muss man immer ready sein zum Beten? Muss immer ready sein zum Beten, aber es gibt auch mittlerweile die digitale Version. Also wenn wir unterwegs sind, also ich habe, wenn ich irgendwo hinreise, dann habe ich immer die App. Diese App macht ihr iPhone zum praktischen Brevier. Was ist Brevier? Ein anderes Wort für das. Für unterwegs und lädt ein, den uralten Gebetsschatz der Tageszeitenliturgie neu zu entdecken. Wie ihn die Priester und Ordensleute seit Jahrhunderten beten. Ey, was ist das für eine Sprache? Erstmal. Falsch. Okay. Was ist denn das? Kannst du das nicht vorstellen? Hebräisch? Ja. Genau. Nicht schlecht. Also das Alte Testament ist weitestgehend auf Hebräisch verfasst. Musst du es lernen? Ich habe das mal gelernt. Französisch, Latein, Hebräisch, Deutsch. Noch bei mir. Griechisch. Griechisch auch. Mhm. Da gibt es Leute, die sagen, ja, das macht im Grunde das Psalmbuch. Ich habe auch, bevor ich ins Seminar gegangen bin, jetzt nicht immer nur Party hard gehabt, sondern ich habe auch nebenbei gejobbt und viel irgendwie gemacht. Was hast du gemacht? Ich habe im Hospiz gearbeitet, in der Pflege. Kann man eine Verbindung herstellen zwischen dem Hospizjob oder der Tätigkeit im Hospiz und dem Priesterdasein? Voll, voll. Also ich habe nach dem Abitur ein freiwilliges soziales Jahr in diesem Hospiz gemacht. Und das war für mich enorm wichtig. Also ich wusste schon, ja, es geht irgendwie in diese Richtung sozialer Bereich, Theologie, ich habe Interesse irgendwie am religiösen Leben. Jetzt gehen wir nebenan in den Dom. Da gehe ich ganz gerne mittags zum Gottesdienst. Rechts in den Flügel gehen, dann sind wir so am Rand. Dreiviertelstunde hast du gesagt, ne? Ja, Florian ist jetzt schon auf dem Weg zum Mittagessen, den treffen wir gleich wieder. Ich selber habe das ja seit Ewigkeiten nicht mehr gemacht, war lange nicht beten, heute Morgen kurz diese kleine Nummer und jetzt plötzlich mittags der Münsteraner Dom. Alle gucken irgendwie auf einen, hat man so das Gefühl, weil es eben diese strikten Regeln, die strikten Vorgaben gibt. Um da nicht aufzufallen, ganz ehrlich, ich habe den eigentlich nur nachgemalt. Ich habe den imitiert, um diese Abläufe irgendwie ja, durchzuziehen. Aber in diesem Gesamtkonstrukt, in diesem Thema und dem Ort und der Situation Messe an sich, fühle ich mich einfach nicht zu Hause. Das habe ich wieder festgestellt.
Sollen wir was beten? Auf jeden Fall. Gut. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ist ja bei dir heute eher ein bisschen entspannterer Tag, ne? Genau, wir haben jetzt ein bisschen Luft. Also eigentlich ja, chillig. Dann lass uns mal da vorne hinsetzen, ein bisschen quatschen. Gerne. Ja, easy. Ganz entspannt. Also mit 10, 11, 12 Jahren, so die Ecke, ich weiß das nicht ganz genau. Da war ich begeistert vom Messdienersein und von meiner Heimatgemeinde, von meinem Heimatpfarrer. Und das war dann irgendwie eher so ein Traum. Ne? So, da war die Idee da. Und bis zum Entschluss, ins Priesterseminar zu gehen, was noch nicht der Entschluss ist, dass ich Priester werde, ist auch noch wieder ein Unterschied. Das hat noch einige Jahre gedauert. Also ich habe also mit 23 mich beworben fürs Priesterseminar. Hast du denn jetzt, würdest du mittlerweile sagen, du hast jetzt den Entschluss gefasst, Priester zu werden, weil du das gerade so offensichtlich getrennt hast? Nee, also Priester zu werden, dazu habe ich mich noch nicht entschieden. Okay. Also ich bin in der Priesterausbildung, ja, und das gerne. Und ich habe auch das Gefühl, ich bin da gerade am richtigen Ort und so. Aber Priester werden oder auch schon der Schritt vorher Diakon zu werden, das ist schon auch eine Lebensentscheidung. Und die will gut überlegt sein. Und da brauche ich noch ein bisschen für. Aber das steht für dich fest, dass du das mit dir vereinbaren kannst, dass du zu Libertär lebst? Also auch das steht noch nicht fest. Okay. Ich hoffe, dass ich mich dann, wenn es soweit wird, gut dazu entscheiden kann. Weil Zölibat nicht was ist, was man einfach so in Kauf nimmt, sondern was eben auch eine bewusste Entscheidung für diese Lebensform ist. Die Religion, der Glaube ist ein ganz großer Punkt, der dich irgendwie antreibt zu dem Job. Erklär das mal. Ich kann das selber nicht so ganz nachvollziehen. Also mein eigener Glaube, das hat erstmal viel mit Fühlen zu tun. Ich fühle mich schon erstmal getragen, also ich habe so ein Grundvertrauen, das ist erstmal da in Gott. Das ist schon was Besonderes. Ich bin da auch dankbar für, dass ich den Glauben irgendwann mal so mitgekriegt habe. Also darf man ruhig auch als ein Geschenk betrachten. Mein Satz ist, ich möchte das Risiko des Lebens eingehen. Weil ich schon das Gefühl habe, dass gerade auch irgendwie dieser eingeschlagene Weg Priester werden, vielleicht Priester werden, mit allem, was irgendwie dazugehört, auch was Riskantes hat, aber ich gerade irgendwie eher Spaß habe da weiter so. So, wir sind ein bisschen alleine unterwegs mal gerade hier im Priesterseminar, schauen uns mal um. Und wir haben einfach von den Studenten erfahren, dass es hier wohl eine ziemlich chillige Dachterrasse geben soll, wo man die ganzen Kirchen in Münster irgendwie auf einmal sehen kann. Und das sieht doch mal schwer danach aus. Ja. Ich selber habe ja irgendwie diesen Bezug zu Gott irgendwie kaum oder eigentlich nicht. Und wenn man dann aber Florian und seine Mitpriesterkandidaten da erlebt, einfach wie krass die da in ihrem Element sind, in dieser Gebetssituation, wie nah die sich Gott fühlen in dieser Situation, wird das irgendwie, ist das ein Stück weit nachvollziehbarer. Na, und wie war's bei der Uni? Ja, ich bin jetzt auch platt. Ja, für dich. Aber war gut. Ja. Ja, jetzt geht's ja direkt weiter. Genau, aber mit was Schönerem. Gästeabend am Start, ne? Gästeabend, genau. Gästeabend. Kommen auch viele Externe, die jetzt nicht so tief drin sind in der katholischen Kirche wie ihr. Kannst du dir denn vorstellen, dass einige noch nicht mal das machen würden, weil die der katholischen Kirche so krass kritisch gegenüberstehen, eben wegen dieser Themen sexueller Missbrauch, diese Vorwürfe, die da 2010 ans Licht gekommen sind, Kirchensteuer. Kannst du es nachvollziehen, dass sie noch nicht mal zu so einem Event heute Abend kommen würden? Also ich kenne schon auch Leute, die genau aus den Gründen, die du genannt hast, sagen, boah, Kirche, will ich nichts mit zu tun haben. Kommen wir da nicht mit. Ich glaube, heute Abend ist es insofern was anders, weil wer hier kommt, der wird persönlich eingeladen. Also ich finde, es wird immer viel vermengt. Also da spielt der Missbrauch mit rein, der hat immer seine Nachwirkungen hat, weil es ein ganz schreckliches Ereignis war und ja auch für viele auch ein reales Erleben ist, auch noch heute. Aber Zölibat ist auch immer drin. Mhm.
Aber auch so die Frage, kann ich mich noch an eine Institution binden? Also glaube, das ist für viele irgendwie noch nachvollziehbar. Vielleicht ist es auch manchmal etwas unkonkret. Ich glaube an eine höhere Macht und so weiter. Und das, was am Ende rauskommt in meiner Religion, das ist nicht verkehrt. Aber ich brauche die Kirche als Institution nicht. Das kenne ich. Das ist bei mir ähnlich, muss ich sagen. Ne? Ja, voll. Mhm. Was macht das denn mit dir, wenn du ja auch so viel Kritik oder Vorurteile auch erfährst? Verunsichert dich das? Ja, aber in einer positiven Weise. Aha. Also ich muss auf diesem Weg, bis ich mal irgendwann Priester bin, auch genau da durch und auch später. Also es geht genau darum, immer wieder kritisch angefragt zu werden, damit ich auch selber weiß, was ich da eigentlich mache. Ja, ist was los hier, ne? Ja, also auch viel mehr, als wir erwartet haben. Prost. Ciao, ciao, ciao. Boah, übel. 3 Tage Priesterseminar, die schlauchen richtig, habe ich festgestellt. Ich bin echt überrascht gewesen, wie offen der mit uns gesprochen hat. Wir durften überall mit hin. Ich selber kann diese Lebenseinstellung, die mit dem Priesterdasein zusammenhängt, mir nicht vorstellen. Zölibat ist da, glaube ich, ein ziemlich großes Ausschlusskriterium. Aber genau aus diesem Zölibat und aus der Situation im Gebet, da schöpft Florian ja auch die Kraft her, um seine lange 7-jährige Ausbildung hier durchzustehen. Und an deren Ende steht dann eben die große Frage, werde ich Priester oder nicht? Und wie er sich entscheidet, das wissen wir jetzt noch gar nicht, das steht erst in ein paar Jahren fest. Das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst uns gerne ein Abo da. Und mehr zum Thema Glaube bei jungen Menschen findet ihr hier.